Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja, es ist endlich wieder mal soweit. Shakes and Fidget ist wieder dran und wie ihr selber seht hier, LP Freerider 16 ist auf Stufe 101. Ja, und was sehen wir hier nun? Ist der Kloschlüssel der Taverne. Ein besoffener Zwergenmagier brannte eins damit durch. Okay, wie wir hier schön sehen, hier so die Toilette mit dem Geruch nach oben. Da werde ich dann mal gleich meine Epics reinwerfen. Aber ich bin gespannt im Dungeon. Okay, wollte ich nur wissen, Taverne. Gibt es eine gute Quest? Leider nein. Und genau, ich habe so wenig Pilze, weil ich mir einen 50er Mount geholt habe. WC! Du. Wurf einen Gegenstand in die Wurf einen Gegenstand in die Schüssel der Arkan-Toilette, um ihn den Göttern zu opfern. Das erste Opfer des Tages erhöht den Füllstand des Mana-Tanks. Ist dieser voll, so kannst du die Spülung betätigen. Die Götter werden es dir danken und dich belohnen. Noch ein Epic vom Anfang. Das geht jetzt rein und hier steigt es gleich um 50 Mana-Punkte. Das ist umgewandelt zu Magier. Das kann ich gar nicht mehr anziehen. Waffen laden und pju, verkaufen. Und dann wird das Glücksepic daran glauben müssen. So. Das habe ich in einer Quest gefunden und 74,24. Ehrenhalle mache ich in den Kampf gegen... mal sehen, okay. Ich würde es 16 nicht pilzen. So, 15 Witz. Xbox Gamer Tag. Okay, 104. Muss ich mal kurz schauen. Okay, den probiere ich eigentlich gleich mal. Der wurde schwierig, aber... ja, der müsste schaffen sein. Also Ausdauer habe ich viel mehr. Sorry. Glück habe ich eigentlich auch viel mehr wie er, also müsste das... Hey, bitte. Hey, ich verliere auch noch. Naja, kann man jetzt nichts machen. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Waffenladen und schauen nach. Zauberladen. Oh, Geschick auch 196. Ja, ich habe es in der Quest gefunden. Glück und Geschick 187. Ja, ich kauf's mir, weil das ist eigentlich ziemlich... 200! Huh! Da müsste ich mal jetzt kurz den Attribute-Rechner rausholen. Kundschafter. Aura Stufe 1. Und Stufe 101. Ausrechnen. Ein Attribut, der geht bis zu 204 circa. Und ich habe 200. Also. Geht schon. Oh, jetzt muss ich kurz schauen. Kundschafter. Rein ins Bild reinziehen. Stufe 101. Aura 1. Dann müsste ein Dreier 122. Und die haben alle nur 88 und 88. Also werde ich alle austauschen. So, damit haben wir das auch schon. Zauberladen, mal sehen. Gut. Ja, dadurch, dass ich noch so ein Low-Level-Charakter habe, muss ich natürlich sehr oft die Epics auswechseln, wenn was Passendes kommt. Aber wisst ihr ja selber. Dann werde ich mal skillen. Dieses Mal habe ich nicht so viel gespart oder es ist nicht so viel Zeit geblieben oder gewesen. Und natürlich muss ich auf die Rüstung auch schon. Okay, geht schon. Ja, da mache ich auf 30% habe ich mir vorgenommen. Ne, 29. Weil ich muss schauen, dass ich hier geschickt raufkomme. Okay, hier einmal und hier einmal. Sehr gut. Und die Waffe kann ich ihn wiederholen.
sollte ungefähr 192 Schaden haben. Okay, da hat die 248. Und wie viel? 3 Attribute, 244 und Geschick 1. Ja, hau ich einfach auch die rein. Ja, muss man einfach machen. So, dann muss ich mal nachschauen, wer von denen eigentlich hier der schwerste ist. Also der achte Gegner im fünften Dungeon hat 2200 Intelligenz. Was ist ein Intelligenz? Also ein Magier. Der sechste Dungeon hier. Der fünfte Gegner hat 1920 Intelligenz. Beim siebten Dungeon der erste hat 2080 Geschick. Und der erste Gegner im achten Dungeon hat 2480 Stärke. Also würde ich mich für den sechsten Dungeon grüner Gremlin entscheiden. Wie wir sehen, was Geschick? WDF. Ah, 1029 Ausdauer. Falsch gelesen. Aber ich habe 2800 Geschick, also komm, bitte. Yeah, na. Epics Gesamt 20. Epics im Dungeon 19. Und das gefällt mir richtig gut. Glück 510. Rein mit dir. Also das ist wirklich genial, muss ich sagen. Gefällt mir. Und jetzt kann ich eigentlich nicht weitermachen, weil hier spare ich alles. Da kann ich dann in genau morgen und übermorgen rein. Nur werde ich das jetzt nicht machen, weil sonst wäre das schon im Klo und dann wird sich's nichts mehr nützen. Und 50, 100, 150, 200, 250. Komme ich jetzt mal aus, dann habe ich hier noch 1, 2, 3 und 4. Dann hätte ich eigentlich hier soweit alles erledigt. Stadtwache, bam, alles gemacht, oder? Ja. S18. In die Arena. Also, was werde ich machen? Dann in meine Ehrenhalle. Und WTF fliegt in den Krit her. Danke. Sammeln wir auf 66,71. Wie ich bereits schon bei den letzten Folgen gesagt habe, werde ich hier auch mal Sammelalbum-mäßig aufholen, aber momentan nicht so viel Zeit. Ihr wisst es selber. Und ja. Da muss ich mich eben noch durchkämpfen. Stärke 171. Jetzt müssen wir natürlich wieder umrechnen. Kriege Stufe 92 ausrechnen. Hier hin auf den Fischert. Ein Attribute 184. Ich könnte das ändern in 1000 oder 100.000. Aber das wäre vollkommener Blödsinn. Und wie viel natürlich. Und das hat 89 und es sollte eigentlich 110 sein. Und 110 minus 89, das sind ungefähr 20, ja, sagen wir einfach mal. Und 184 minus 71 ist circa 13. Also wäre das rein theoretisch besser. Und jetzt aber bei die Schuhe, alle Attribute 85, hier alle Attribute 92, werde ich das behalten. Stärke plus 10%, nee. Stärke 165 und hier 171, also kaufe ich mir die, setze die rein und verkaufe die Schuhe. Dann habe ich den noch 3 Tage, also kann ich ungefähr bis, ja,
Ja, nehme ich einfach mal 23 Pilze. Man weiß ja nie. Jetzt muss ich natürlich schon gegen den Octopussy, Puss. 1600. Und alles auf Ausdauer. Dungeon. Mal sehen. Octopus. Auf geht's. Hol dir den Sieg. Okay. Also es müsste eigentlich ein leichter Sieg für mich werden, weil ich habe 2600 Stärke und er 1880 Geschick. Auf geht's, LP Freerider 16. Hol dir den Sieg. Aber er weicht eben immer aus. Noch ein Versuch und noch einer. Mach so lange, bis ich ihn besiege. Ja, dann halt nicht. Schade, schade, dann mache ich eben den schnell. Sorry für die kleinen technischen Schwierigkeiten. Aber ich habe gewonnen. Sammelalbum auf 66,76. Sehr gut. Arena gegen Master Key. Leider knapp verloren. Aber egal. Und was wollte ich jetzt machen? Eigentlich nichts mehr, oder? Weil ich war überall hier schon drinnen. Noch kurz rein. Ja. Also. Da gehe ich einfach. Ja, Stadtwache, oder? Und ich meine. Und jetzt SL. Physischer Server, die über den niedrigen Rang verschleudert. Hier. Zur Abwechslung heiße ich mal LP 360. Also LP 316. Oh. Dieses englische Wort. Hier genau habe ich auch Glücksitems. Habe ich gesammelt. Für Stufe 100. Außer das kann ich für 1000. Und hier fehlt nur noch ein wenig. Aber das geht jetzt nicht zur Sache, sondern hier suche ich ein paar Intelligenz-Items, wenn es welche gibt. Naja, doch nicht. Und hier geht er noch eine Stunde. Und ich bin mit der Alu fertig. Außer hier. Nee. Dann werde ich sagen, werde ich eigentlich alles verskillen. Hier probiere ich auf 1000, ich meine auf 2000. Aber da ich hier schon so viel Geld investieren muss, gehe ich lieber auf Ausdauer. Weil hier gehe ich 28 und das restliche würde ich sagen auf Ausdauer. So, dann 1 2 1, und den Geschickhelm kann ich eigentlich auch verkaufen, brauche ich eigentlich nicht. Dann kann ich hier noch einmal und dann war es das eigentlich auch. Hier 59,94. Ich hoffe, es wird sich etwas ändern. Danke. 60,06. Dungeon. Gegen das Ungeheuer. Besiegt. Danke. 0,12. Dann probiere ich gleich den nächsten, den Fieser gegen den fiesen Monsterhasen. Besieg! Danke. Waffenladen. Verkaufen. Charakter. Einmal, zweimal. Und dann gleich wieder in den Dungeon rein. Gegen die Schlitzer-Echse. Ja, den müsste ich eigentlich normalerweise locker schaffen. Danke. Und dazu das Level up. Die schaffe ich auch noch. Komm. Na, den noch nicht. Aber 60,18. Das belasse ich hiermit eigentlich. Oh, ich war noch gar nicht drinnen. Oder habe ich? Doch, war ich schon. Ha! Voll verplant. Aber Stärke. Okay. Das belasse ich hiermit. Da spare ich auch ein paar Bildchen für den 25er Mount. Ja, gut, dass ich bei 25 geblieben bin, weil das läuft ja bald ab. So, dann haben wir eigentlich auch schon fertig. S19.
Oder habe ich gerade einen Gildenkampf? Sieg, danke. Hier mache ich inzwischen meine Alu weiter. Dazu kommen wir später. Und hier sind wir auf S22 gegen The Slayer. Hey, Sieg, cool. 78,06 Gilde und Stufe 101. Also wie man hier sieht, bin ich so ziemlich Kopf an Kopf. Also mein LP Freerider 16 und mein LP Freerider 16 auf S14 und 22, die matchen sich sozusagen gegenseitig. Da steht dort nächste Stufe, also ungefähr so eine Zahl. 3.391.000 und hier auch sehr schön und auch, und zwar habe ich hier natürlich auch den Schlüssel, wie ich bereits gesagt habe, und den werden wir gleich mal einsetzen. So, noch kurz alles vorbereiten. Und da werfen wir natürlich ein Epic rein. Das hier. Geschluckt. Und es wurde umgewandelt. Ja. Sehr gut, würde ich sagen. Und Gilde nichts. Waffenladen. Mal sehen, vielleicht finde ich hier eine coole oder etwas cooles. Ausdauertank. Danke. Wow. Zwei hintereinander. Vielleicht ist der ohne Pilze. Ohne Pilze. Yes. Danke. Okay, dann kann ich das eigentlich verwerfen. Und jetzt muss ich kurz nachschauen. Jetzt sind wir Magier. Stufe 101. Aura 1. Ausrechnen. Schaden sollte 459, also kann ich die gleich mal reinwerfen, denn ja, das ist einfach so. Und ich werde jetzt mal hier auf 400 drauf skillen, weil die Nebenattribute, ja, schade, auf 401, ha? schade. Mal sehen hier. Ach nee, passt alles. Und ja, 401, okay, 410. Gut. Dann würde ich sagen, mal das auf 30. Und der Rest auf Ausdauer. Genau 30, ja. Hier bleibe ich um. Und ja, in letzter Zeit natürlich, nicht so viele Videos, weil ich eben in meinen Winterferien bzw. Weihnachtsferien gearbeitet habe. Jeden Tag ein paar Stunden, also so ungefähr 6. Und daher habe ich nicht so viele Videos bzw. ja, noch nicht so viele Videos raushauen können. Ja, nur so viel dazu. Und Arena noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Dungeon. Weil hier habe ich einen... Ah, 30er Mount. Okay. Okay, ich verstehe. Ich möchte unbedingt den schaffen. Woo! Glücks Epic! Yes! Hu. 180. Naja, eigentlich besser als wie gar nichts, aber eben eine Glücksrobe, also was will man dazu sagen? Und dann eben gegen den Echsenbandit. Danke. Dann gleich den nächsten, den Dragor der Sümpfe. Danke. Dann gegen den grässlichen Gremlin. Danke, wieder mal danke. Und gegen tollwütiger Wolf. Wiederum. Danke.
Und geschafft, aber leider nur ein normales Item. Und dann werde ich alles wieder auf Ausdauer. So. Dann sind wir eigentlich sozusagen hier fertig. Und warten kurz hier beim Maikinator, denn da ist die Quest gleich fertig. Oder ich gehe schon mal zu S23. Gilde haben wir einen kleinen Kampf. Wo bin ich? Genau zum Schluss. Und ich hoffe, dass wir die gewinnen. Ja, normalerweise schon. Sehr schön. Und Taverne gibt ja auch nichts mehr. 104. Nee. Maikinator. Kurz eine Quest. Ach so, ja, das sieht gut aus. Bin ich in der... Nichts. So, die weg. Und hier auf S23 habe ich das letzte Spiegelteil. Oh, ein Fiskus. Ja, heute leider kein Bild Cursor, aber naja, egal. Rein mit dir. Und weg ist er. Jetzt kann ich Quests machen und gleichzeitig, oder wenn ich jetzt Stadtwache eine Stunde, kann ich auch Arena-Kämpfe machen. Oh, Spieletrend-Fan. Bam. Zerstört, 41. Uhuhuhu. Wo ist der? Ah, da. Schnitzel an die Macht. Abwärm sinnlos. Schnitzel. Okay, Fleisch ist unser Gemüse. Angriff! Ups. Sorry Leute, mache gerade ein Video. Das war ein Versehen. Ja, wenn ich... Ja, das war jetzt wirklich blöd von mir, also. Naja, ich war gerade so... Ja, ich bin hier. Ich bin hier Offi. Offizier. Yes. Nicht sehr lange und bau auch eine Kacke. Danke. Okay, geschickt. Dann sind wir wieder Kundschafter, Stufe 65. Aura 0 oder gar nichts. Ausrechnen. Alle Attribute 65 und ein Attribute. Sollte 131 gekauft. Glückspot rein. Okay, dann nehme ich eben den Stärke drin. Ich hoffe, die sind nicht zu. Naja. Und was wollte ich jetzt machen? Skillen. Skillen. Geschick ein wenig. Und ja, Glück muss ich natürlich auch mal skillen, weil 20 ist da auch sehr wenig. Aber für den Anfang geht es eigentlich schon. Weil ich meine, späterhin dann circa 45% beziehungsweise sogar 50. Aber so am Anfang. Wow. Gegen das Höllenwesen und schaffen wir es? Leider nicht. Leider nicht. Hier auch nicht. Den hier. Hey, hey, hey. Danke. Aber das lasse ich hier mit mal. Da bin ich irgendwie nicht so stark. Und weg. Und hier sind wir auf S8 US Server. Da muss ich mal kurz in die Gilde nachschauen. In die Gilde. GZ. Taverne. Gibt es hier was Gutes? Geschick 317. Nee. Hier Hütte spielen 100 Gold. Danke. Und wieder weg.
Habe ich da eigentlich schon was in die in das Klo geworfen? Nein, aber ich kann spülen. Die Frage, was verkaufe ich? 162, 150, also verkaufe ich den Gürtel Waffenland. Oder ich gebe ihn einfach meinem Helfer kurz hier. Hallo? Oder ich gebe dem einfach die Waffe. Ah, das geht nicht. Einen Ring. Glück. Okay, den hier. Waffenland verkaufen. Und eine Epic. Soll ich mir sie anschauen? Häufiger Bunne. Auch geeignet für die Jagd auf Dämonen und anderes Gesocks. Hey, die ist genau gleich wie meine. 3,25. Also 3,15 bis 5,35. Ja, da hau ich natürlich die rein. Und die Chicken-Waffe gebe ich der Kunigunde. Und dann Taverne, habe ich das hier rein. Okay, dann eben die Geschickwaffe. Okay. Geschick zum Euro. Nee. Aber gibt's hier was? Einmal blättern. Stärke 3,17. Nee. Glück 3,28. Nee. Hier Stärke 3,40. Die kaufe ich mir gleich. Die kaufe ich mir und haue sie in die Toilette. Kriegersch. Ja! Sehr gut sogar. Schuhe rein. Waffenladen verkaufen. Und hier habe ich 8 Millionen. Werde ich ein wenig skillen, aber nicht zu viel. Weil hier werde ich eigentlich nicht so viel machen. Na, muss ich mal aufholen. Intelligenz. Hier habe ich. Bin ich ziemlich im Rückstand. Also von den Skills. Also von der Skillmäßig 800, 600. Da muss ich dann auch auf circa 812. Aber das kann ich ja dann später machen. Jetzt probiere ich erstmal hier den Dungeon. Und ich probiere genau bis 490. Ja, dann lasse ich es eben. Naja, kann man ja jetzt nichts machen, aber auf jeden Fall Stadtwache. Und 5, 5 und Bettisch. Und hier sind wir auf S24. Was gibt es eigentlich hier zu sagen? Eigentlich nicht großartig viel. Bin Stufe 26, habe meine ganze Alu fertig. Und ich schaue einfach nach, ob es etwas gibt. Oh, Ausdauerpot 2. Geschick 2. Uhuhuhuhu. Das ist echt gut. Geschick 34. Guter Einkauf. Und den Helm. Ja. Einfach der Helm. Aber jetzt muss ich skillen. Und zwar, wenn es geht, hier auf circa 400. Hier auf 200. Und hier auf 150. Ja, sehr gut. Und hier auf 50. Na, hier kann ich eigentlich auf 100 machen.
Weil ich meine, das Geld habe ich. Und wer hat schon wieder in der Gilde geschrieben? Mal sehen. Gilde. Okay. Und jetzt geht alles auf Geschick drauf. Unglück. Ah, Ausdauer. Sorry. Ausdauer, Ausdauer. Okay. Konzentration. Dungeon Numero Uno. Wow, der ist aber echt leicht gegangen. Aber das war schlecht, der Rüssi. Nachtghoul. Danke. Okay, das lasse ich jetzt mal. Benji. Und Wasserglomp. Und noch einmal gegen Yeti. Gegen Yeti. Ich habe gesagt, gegen Yeti. Sehr gut. Dann auch wieder Stadtwache rein und fertig. Hier muss ich noch skillen und hier sind wir auf S19. Oh, gleich zu Anfang einen Arena-Kampf. Makinator, hier kommt der super Typ. Und leider verloren. Dann. Ja, also ich bin eigentlich immer noch bei der Gilde Thousand Sunny. Und da bin ich so ziemlich immer der Letzte. Aber Sie sehen natürlich meine ganzen Fortschritte. Ich versuche eh immer so, also mehr als 100 Alu zu machen. Und am Wochenende 300 durch die Happy Hour. Aber es geht eben nicht immer. Aber 100 Alu auf jeden Fall. Jetzt natürlich auch durch die App, was ich mir runtergeladen habe. Und Purple Revival. Werden wir leider nicht schaffen, weil da gibt es einen Grund. Und zwar können wir mal kurz in die Ehrenhalle zu der Gilde gehen. Und jetzt muss ich suchen. Suchen. Naja, egal, auf jeden Fall ist bei uns einer von der Gilde weggegangen zu PR, also Purple Revival. Habe ich, weiß nicht mehr. Ah, das ärgert mich jetzt. Aber natürlich. Unser Sogeking auf Platz 1. Gratulation. Okay. Warum? Meine Ziele immer noch unter 600 und ja, ich gehe einfach mal in den Waffenladen rein. Zauberladen. Stärke 380. Wow, das kaufe ich mir jetzt aber. Stärke 376 brauche ich gar nicht blättern. Dungeon. So, der bärtige Bachtrot. Obwohl das hier stärker wäre, aber ich tue lieber die Stärke-Items rein. So, hier kann ich nochmal in die Toilette oder auf die Toilette gehen. Stärke, das kann ich reinwerfen. Kommt Intelligence raus. Okay, ist auch 371. Waffenladen verkaufen. Und das riecht schon sehr komisch. Also, Pochon. Ausdauer 384. Und hier haben wir jetzt Stärke. Ich schaue einfach noch ein wenig durch. 376. Und ja, mal sehen. Vielleicht finde ich hier was Gutes. 384. Da gehe ich jetzt mal in den Zauberladen. Nur für Gold. Das ist super. Super dupe. Ah, Geschick brauche ich leider nicht. 380.
Okay, dann kann ich mir mal kaufen. 89. Drei 84, dann verkaufe ich mal das hier. Geschick 371. Na, kann ich mir kaufen, aber nee. Jetzt gehe ich zuerst mal. Genau, hier habe ich ja auch noch was. Geschick rein. Ah, Intelligenz und Glück. Wozu Geschick und Kundschafter? Das ist stark. Und noch 1000. Ja, okay. Passt schon. Und Intelligenz 384, okay, hau ich das Auge rein. Ah, mal sehen, ob ich das auch noch in die Toilette werfen kann. Stärke 3. Yes! Danke! Und das gebe ich jetzt dem Bertie Babe. 363, okay, jetzt kann ich es verkaufen. Und verkaufen. Jetzt, was wollte ich eigentlich machen? Kurz überlegen. Arena-Kampf gegen Hubi. Danke. 97% Sammler. Genau, ich wollte ein wenig skillen. Und das Restliche eigentlich aufgeteilt, aber eher mehr auf Glück. So. Und dann wollte ich eigentlich jetzt den zweiten Gegner hier probieren, den Happy Slappy. Okay, dann müsste ich rein theoretisch umsatteln. Jetzt 6000, aber den Turm könnte ich auch kurz mal probieren. Yes, nächster. Nee, oh. Yes! Geschafft! Klasse, Kundschafter. 2,51. Das ist ja mal abgegangen. Der erste Gegner wurde zerstört. Grüne Fee. Trinkerbell. Die Trinkerbell. Ah, die Begleiter, die ziehen zu wenig noch ab. Aber ich könnte rein theoretisch auch raufskillen, aber lieber noch nicht. Jetzt zum Slappy, the Mappy. Aber der Hund hat einfach so viel Ausdauer. Aber ich schaff den. 41.000. Okay, ich mach kurz eine Quest. Kurz eine Quest, die hier, und probier den einfach jetzt weiter, weil das Slappy, der geht heute. Komm, Slappy, bitte. Du verbrauchst so viele Pilze. Yes. Vielen Dank. Und danach kommt gleich der blinde Messerwerfer. Der ist geschickt. Alle Attribute 195, da gehe ich lieber hin. Da muss ich jetzt aber genau schauen, okay? Aura 9. Okay. Aura 9. Krieger Stufe 186. Aura 9. Ausrechnen, alle Attribute 195. Vielen Dank. Und Rüssi rein. Rüssi ist eigentlich ja eher schwach, aber 3,64 die Handschuhe. Also war das eigentlich ein guter Tausch. Und jetzt die Handschuhe gebe ich dem hier. 3,60. Okay, dann werfe ich die mal in die Toilette. Magier Stärke. Nee, dann verkaufe ich die lieber. Rein mit dir, aber 348 und da ist aber schon 366. Also ich müsste mir eine bessere Waffe zulegen. Stärke 380. Aber sehr wenig Rüstung. Darum kaufe ich mir die lieber nicht. Weil ich habe wieder ein paar Pilze. Darum
suche ich mir hier nur die beste Ware jetzt aus. Ich brauche unbedingt. Ah, Geschick 320. Ich könnte mal probieren, aber ich habe nicht einmal das Geld. Darum müsste ich rein theoretisch warten. Yes, 190.000! Das kaufe ich mir nachher, aber jetzt müssen wir eben noch auskommen. Also probiere ich einfach den wieder ein paar Mal, aber das wird jetzt schon ziemlich schwierig. Ich könnte es noch mal probieren. Aber natürlich beim nächsten Epic Event werde ich ein wenig blättern, aber nicht zu viel, also circa 200-300 Pilze. Nicht, dass ich zu viel ausgebe, und das sieht eigentlich auch relativ gut aus. Also ich werde ihn schon schaffen. Ja. Dann würde ich sagen, bin ich hier auch fertig. Und ja, nach langer Zeit oder ja, so lange auch nicht, wieder mal ein Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die ganzen Charakter durch, Dungeons, Bar besiegt, wieder Level-Ups ohne Ende. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Euer LP Freerider 16. Ciao.